Ein Hallo in die Welt. Ich bin Oliver und wenn ihr mich kennt, könnt ihr vermuten, das wird ein weiteres H5P-Video und so ist es natürlich auch. Heute beschäftige ich mich ein bisschen mit dem Thema H5P und Moodle und das hat einen Grund, weil ich in letzter Zeit häufig mal so Fragen bekomme, ich habe hier in Moodle, es wird immer gesagt, das blaue H5P und das schwarze H5P. Ja, komische Begriffe so oder so, aber was ist denn das überhaupt und was ist da der Unterschied und wieso gibt es da zwei? Was soll denn das? Ist ja unübersichtlich. Ich versuche mal in diesem Video zu erklären, wo das herkommt, dann so ein bisschen, ja, was dann da die Unterschiede sind. Einfach, weil ich dann jetzt nur noch auf dieses Video verlinken muss, das macht es mir einfach ein bisschen einfacher. Also, es begab sich im Jahre 2017, glaube ich, da hat das H5P-Team gesagt, ja, wir haben ja jetzt dieses H5P, wir haben das in Drupal, wir haben das in WordPress, lass uns das doch auch mal in Moodle integrieren. Und wie macht man das? Man schreibt ein Plugin und ja, dieses Plugin bringt halt H5P in Moodle. Und das ist das schwarze H5P, liegt einfach daran, dass das Icon, das man benutzt, um das einzubetten, schwarz ist. Ja, und dann ist H5P doch recht populär geworden, auch in Moodle-Kreisen. Und viele haben gesagt, liebes Moodle-Team, könnt ihr das nicht direkt in Moodle integrieren? Dann müssen wir nicht extra immer noch dieses Plugin installieren. Das macht es einfach ein bisschen einfacher. Und die haben sich erst ein bisschen gesträubt, ist ja verständlich. Man will da nicht unbedingt, also komplett fremde Software, die man vielleicht gar nicht kennt, irgendwo einbauen. Und irgendwann war aber die Nachfrage so groß, dass sie gesagt haben, ja, ist okay, machen wir. Das haben sie dann gemacht und sie haben sich, mussten sich überlegen, wie machen wir das denn? Sie hätten sagen können, okay, wir verbessern einfach das Plugin und so in der Form, dass wir das auch direkt integrieren können. Aber ist natürlich schwierig, wenn man ja den Quelltext nicht unter eigener Hoheit hat. Das ist der eine Grund, der andere ist wahrscheinlich ein technischer. Weil ich mir gut vorstellen kann, dass man mit einem Plugin nicht alles das so schön machen kann, wie man es direkt im, wenn man machen kann, wenn man im Moodle-Kern sitzt. Da wird es wahrscheinlich mehr Möglichkeiten geben. Ich kenne leider Moodle technisch nicht so, aber ist sehr wahrscheinlich. So, also erstmal eine prima Entscheidung. Bauen wir das doch auch in den Moodle-Kern ein. Das heißt, man muss gar nichts mehr installieren, H5P ist dann automatisch immer da. Ist ein recht großes Unterfangen, wenn man sich mal überlegt, so eine Software zu migrieren oder irgendwas anderes einzubauen. Das kann tatsächlich umfangreicher sein, gerade wenn die Dokumentation tatsächlich nicht so toll ist. Deshalb haben sie das schrittweise gemacht und mittlerweile gibt es, glaube ich, seit einem guten Jahr gibt es diese Integration und die hat halt ein blaues Symbol. Deshalb, wenn ihr das seht, das ist die Moodle-Kernintegration von H5P. Genau, so, das ist wichtig. Dann vielleicht jetzt für die Admins das Wichtige. Für euch als Admins ist es nicht riesig anders, glaube ich. Also ihr könnt immer noch einzelne Bibliotheken installieren, wenn ihr das möchtet. Das geht für das Plugin über eine Bibliothekseite, es geht auch für die Kernversion über eine Bibliothekseite. Die Moodle-Kernversion bietet euch zusätzlich die Möglichkeit, das über einen cron-Job zu machen. Das heißt, ihr holt sich einfach regelmäßig dann die Aktualisierung vom H5P-Server, könnt ihr einstellen. Und dann sind die da drauf. Das gibt es, was ihr nicht könnt, wenn ihr das benutzt habt. Ihr könnt halt nicht mehr so komfortabel über den H5P-Hub Bibliotheken aktualisieren und installieren, einfach weil es den nicht gibt, komme ich gleich noch drauf. Genau, und sonst außer der Reihe könnt ihr natürlich auch über diese Bibliothekseite, wenn es Inhaltstypen geben sollte, die noch nicht offiziell erschienen sind oder offiziell im H5P-Hub erschienen sind, könnt ihr die natürlich auch trotzdem genau wie gewohnt installieren. Jetzt Richtung Anwender, jetzt schwenke ich so ein bisschen. Liebe AnwenderInnen, ich weiß, ihr möchtet auch ganz gerne einige H5P-Inhaltstypen haben, die noch nicht offiziell erschienen sind. Man kann das ja machen, aber ihr habt in der Regel nicht die Rechte, um diese zu installieren. Das heißt, selbst wenn ihr einen Inhalt hochladet, wo die drin sind, die Bibliotheken, die dafür notwendig sind, sagt er hier Missing Library sowieso, das muss ein Admin machen, dann funktioniert das nicht. So, Admins abgehakt. Nein, eine Sache vergessen, liebe Admins, oder auch für die AnwenderInnen, wichtig ist auch zu wissen, diese Bibliotheken, die zwischen Plugin und Kernversion, die werden nicht geteilt miteinander. Auch da, das haben auch einige Admins angenommen, ist ja auch, würde ja naheliegen, aber die leben wirklich in zwei getrennten Welten. Das heißt, es kommt häufig zum Beispiel vor, dass noch das Plugin mit installiert, das heißt, ihr habt beide Versionen und dann habt ihr zum Beispiel diese Math Display Library installiert, um Tech, also mathematische Formeln darstellen zu können. Die ist dann zum Beispiel vielleicht für das H5P-Plugin installiert, aber nicht für die Kernversion. Das heißt, die funktioniert dann auch nur in dem Plugin und nicht in der Kernversion. Das heißt, ihr müsstet die dann zweimal installieren. Das ist aber nur wichtig zu wissen, diese Bibliotheken teilen sich den, ja, den Space, den Platz nicht.
die ist unabhängig voneinander. Das heißt, was in der einen Version drin ist, ist nicht in der anderen drin, was in der einen Version gelöscht wird, ist nicht in der anderen gelöscht und so weiter und so fort. Das kann halt, muss man einfach wissen. So. Jetzt zu den AnwenderInnen. Dafür mache ich auch mal das jetzt ein bisschen schöner. Ich zeige das mal. Ich gehe mal rüber, um zu gucken, was jetzt so die Unterschiede sind bei dem Ganzen. Weil, also erstmal. So. Also, wenn ich H5P-Inhalte erstellen möchte, ist das hier in einem alten Moodle. Das hätte jetzt nicht 3.8 sein müssen, aber da habe ich halt das Plugin hier lokal mal installiert. Also, sieht hier so aus: Man geht in seinen Kurs. Ich habe hier einen leeren Testkurs, da ist noch nichts drin. Geht dann auf Aktivität oder Material anlegen. Das kennt ihr wahrscheinlich. Also, wenn ihr es kennt, kennt ihr wahrscheinlich das eher. Und da ist halt dieses schwarze H5P-Symbol, das schwarze H5P. Das ist halt das H5P-Plugin. Dann sagt man hinzufügen. Und dann sieht das so aus, man hat hier diesen H5P-Hub, wo man, ich bin hier Admin, ich könnte hier zum Beispiel aktualisieren, ne, das geht dann in der Kernversion nicht, weil es diesen Hub nicht, also sehe ich gleich, ich greife vor. Also ich habe diesen Hub, ich könnte jetzt sagen, Multiple Choice möchte ich irgendwie erstellen, suche nach Multiple Choice, klicke da drauf, erstelle meinen Multiple Choice-Inhalt, feine Sache. Habe den dann in meinem Kurs drin und hier unten drunter habe ich halt noch so ein paar Möglichkeiten, so ein paar Extras, zum Beispiel also soll die Urheberrechtshinweis soll angezeigt werden oder nicht, kann ich hier einen ausstellen. Es gibt dieses Bewertungsfeld, das ist für das Gradebook relevant, also diese Standardpunkte, die hier immer drin stehen, also Höchstbewertung ist hier 10, es gibt halt, ja, führt ein bisschen weiter. Also ihr könnt Punkte, wenn ihr das kennt, also das Plugin bietet die Möglichkeit, Punkte einzustellen, wie bei anderen Moodle-Aufgaben auch. Und ja, Aktivitätsabschluss gibt es, aber das ist nicht so spannend. Und das war es ja auch schon. Wir werden gleich sehen, das sieht bei dem Plugin, bei der Kernversion ein bisschen anders aus. Also so mache ich das. Also ich würde jetzt auf Speichern und Anzeigen und hätte dann mein Inhalt. In der Kernversion sieht das ein bisschen anders aus. Auch hier habe ich einen Testkurs. Und auch nichts drin. Ich klicke auf Aktivität oder Material anlegen. Das sieht jetzt hier ein bisschen anders aus erstmal, weil das Neue ist, das muss ich aber nicht stören. Hier habe ich die gleichen Symbole und hätte jetzt hier aber auch dieses blaue H5, oder auch ich habe hier dieses blaue H5P-Symbol. Und das ist halt die Moodle-Kernversion. Und wenn ich da drauf klicke, ist alles ein bisschen anders. Also, wenn ich jetzt hier mal runterscrolle, ist dieser H5P-Hub hier nicht drin. Der ist so. Viele sagen, ja, okay, wie erstelle ich denn jetzt meinen H5P-Inhalt? Habe ich auch erstmal gerätselt. Lässt sich aber erstmal erklären. Also, sonst Dateien, Bilder und so weiter werden ja eh in Moodle irgendwie abgelegt. Ich kann die irgendwie von woanders reinziehen. Und das geht hier auch. Das ist jetzt bei H5P-Inhalten ein bisschen anders. Es gibt jetzt schon einen Inhaltsspeicher. Den kann man hier links, seht ihr das im Menü, Inhaltsspeicher, den könnte ich aufrufen und ich kann ihn auch über diesen Link hier unten aufrufen. Und da werden jetzt erstmal H5P-Inhalte erstellt. Das heißt, ich muss erstmal, also wenn ich was Neues anlege, in diesen Inhaltsspeicher gehen. Und muss da meine Inhalte aufrufen. Und ein paar habe ich schon angelegt. Und warum gibt es diesen Inhaltsspeicher? Liegt einfach daran, dass es ein Projekt gibt, das heißt Moodle.net. Das ist noch in Entwicklung. Aber das hat eben die Idee, so Moodle-Inhalte, ich weiß nicht, welche nachher drunter fallen sollen, aber wahrscheinlich auch Moodle-Aufgaben und andere Sachen, die über dieses Moodle.net halt mit anderen teilen zu können, was ja eine sehr schöne Sache ist. Und hier sind jetzt nur H5P-Inhalte drin, aber hier können später mal alle möglichen Inhalte drin sein und die werden einfach dann ja, zentral verwaltet. Man wird die hier höchstwahrscheinlich noch ein bisschen besser sortieren können und so weiter und so fort. So, also da sind Inhalte drin, aber die sind ja jetzt hier schon drin, die habe ich vorangelegt. Wenn ich jetzt einen neuen erstellen möchte, dann klicke ich hier, ja, wie unschwer zu raten, auf Hinzufügen und hier wähle ich jetzt aus dieser Liste den Inhaltstyp aus, den ich erstellen will, eben zum Beispiel auch Multiple Choice. Dann macht er das auf. Jetzt würde ich hier meinen Multiple-Choice-Inhalt erstellen. Und dann habe ich den im Inhaltsspeicher. Dann liegt der erstmal da. So, ist jetzt ganz schön, dass der erstmal da liegt. Denn, nehmen wir an, ihr habt viele Kurse und ja, ihr wollt H5P-Inhalt recyceln. Das heißt, ihr habt ihn in einem Kurs und braucht ihn im anderen Kurs nochmal. Dann müsst ihr bei dem Plugin müsstet ihr die jetzt runterladen und dann wieder hochladen oder per Copy und Paste irgendwie arbeiten. Muss man jetzt nicht mehr unbedingt, die liegen jetzt halt im Inhaltsspeicher und ich kann die jetzt beliebig oft von dem Inhaltsspeicher irgendwo anders installieren und wenn ich habe es nicht ausprobiert, aber wenn ich richtig informiert bin, werden die auch dann mit aktualisiert. Das heißt, wenn ihr die im Inhaltsspeicher ändert, sind die auch automatisch in allen Kursen aktualisiert, wenn ihr das wollt. Das ist aber da, ich bin kein Moodle-Experte, da das mit Klammern und so. Ne?
So, also die sind jetzt im Inhaltsspeicher und wenn ich die jetzt hier einfügen möchte in meinen Kurs, gehe ich auf dieses kleine graue unscheinbare Symbol, das jetzt mir auch sagt Datei hinzufügen. Und da kann ich eben, könnte ich Sachen hochladen und da gibt es eben den Inhaltsspeicher. Und jetzt könnte ich sagen, ah, jetzt habe ich es nicht gespeichert. Nehmen wir dieses Fill in the Blanks, ist irgendwie ein Lückentext. So, dann übliche Moodle-Sachen noch dazu, die Lizenz, Datei auswählen und jetzt habe ich das in meinem Kurs drin. Also wirkt erstmal ein bisschen umständlicher, hat aber den Vorteil, dass man das halt nur einmal angelegt hat und dann beliebig oft in andere Kurse ziehen kann. So, und dann, was auch ein bisschen was neu ist, sind nicht die Affen-Fehler, aber die Bewertung vor allen Dingen. Erstmal. Ihr habt ja nämlich nicht nur die Maximalpunkte, die man vergeben kann, die hier auch auf 100 stehen, was wahrscheinlich sinnvoller ist als 10, sondern ihr könnt ja auch sagen, okay, das ist eine Skalenbewertung, das ist eine Punktebewertung. Kann ja relevant sein für euch. Was noch viel spannender ist, sind aber die Versuchsoptionen, die es halt, wenn ihr mal hier guckt, die gibt es hier nicht. Beim H5P-Plugin ist es nämlich so, dass im Gradebook immer der letzte Versuch gespeichert wird. Das heißt, ich habe irgendeine Aufgabe erarbeitet, zum Beispiel 10 Punkte erreicht, danach habe ich aber einen schlechten Tag gehabt, habe die nochmal gemacht, habe nur 8 Punkte bekommen. Dann stehen da auch die 8 Punkte im Gradebook. Ist jetzt nicht so tragisch, weil in der Historie, die man sich angucken kann, man kann natürlich nachverfolgen, was früher erreicht wurde, aber vielleicht ist es ja nicht mein, vielleicht brauche ich ja einen anderen Einsatzfall. Und hier hat man tatsächlich die Möglichkeit, zu sagen, welche Methode man haben möchte. Also möchte ich zum Beispiel immer die beste Note haben, die erreicht wurde. Das heißt, wenn ich einmal 10 hatte, habe ich immer 10. Wird nicht schlechter. Vielleicht besser, aber nicht schlechter. Eine Durchschnittsnote kann ich angeben. Eben der letzte Versuch, genauso wie es beim Affen-Fehler-Packen ist. Vielleicht will ich aber auch nur den ersten Versuch, weil der erste zählt und danach alle anderen sind zum Üben gut, aber vielleicht will ich auch gar keine Note haben, dann gebe ich das hier rein. Dazu auch das Versuchstracking, soll überhaupt mitgeloggt werden, dass da irgendwas passiert ist, kann man hier ein- und ausstellen und selbst wenn man das eingestellt hat, kann man sagen, ja, ich möchte wissen, sie haben was gemacht, aber nicht, welche Punkte sie erreicht haben, dann sagt man keine Note berechnen. Da ist man hier also deutlich flexibler in der Moodle-Kernversion. Genau, so, jetzt könnte man ja sagen, benutze ich nur noch den Moodle-Kern. So einfach ist es noch nicht. Wir müssen erst mal ganz kurz drauf gucken. Das H5P-Plugin hat noch mindestens 2 Vorteile. Erster Vorteil, man kann dort die Style-Sheets anpassen. Das heißt, was noch bei der Moodle-Kernversion nicht geht, ist, dass man die Style-Sheets austauscht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Knöpfe rot haben möchte statt blau, weil das meinem Corporate Design irgendwie besser entspricht oder sowas, oder weil die Knöpfe keine runden Ecken haben, keine Abrundung haben sollen an den Ecken, sondern wirklich eckig sein sollen, oder die Knöpfe rechts und nicht mittig, dann kann man das beim Plugin über Style Sheets ändern. Das geht so einfach noch nicht bei der Kernversion. Da muss man schon ein bisschen tricksen. Ist aber in Arbeit. Ist vielleicht sogar schon fertig und noch nur nicht veröffentlicht. Dann das andere, was ein Vorteil ist beim Plugin, ist, dass es den Zwischenstand speichern kann. Das heißt, angenommen, ich habe eine sehr lange Aufgabe, sagen wir eine Stunde interaktives Video, wo ich viele Aufgaben reingestreut habe, dann wollen die Lernenden das vielleicht nicht am Stück absolvieren, sondern machen zwischendurch eine Pause, haben dann auch den Rechner aus und dann ist ja, könnte man ja erstmal denken, der Inhalt weg. Ist beim H5P-Plugin nicht zwingend der Fall. Da gibt es nämlich die anderen Optionen, die kann man wählen, die heißt Save Content State und dann speichert H5P halt in regelmäßigen Intervallen einfach den Zwischenstand. Und wenn man später wiederkommt und eine Aufgabe wieder aufruft, wird der alte Stand hergestellt und man kann einfach weitermachen. Das geht auch noch nicht bei der Moodle Kernversion Stand heute, 12. März 2021. Ist aber geplant, meines Wissens. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Genau, gerüchteweise bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. Gerüchteweise funktioniert auch das Plugin, oder wenn man die Mobile, also diese App benutzt von Moodle, da kriegt man wohl H5P mit dem Plugin zum Laufen, aber wenn ich richtig informiert bin, das kann auch falsch sein. Zumindest habe ich es häufiger gelesen, dass das nicht mit der Moodle-Kernversion geht. Das heißt, wenn die Moodle-App unbedingt braucht, viele schwören da eh nicht drauf, kann ich aber auch nicht beurteilen. Lese ich nur immer wieder, dann ist das Plugin die Wahl. So, aber grundsätzlich habt ihr gesehen, die Erstellung ist ein bisschen anders, aber die Kernversion bietet halt doch durchaus einige Vorteile, die das Plugin nicht hat. Ich weiß auch nicht, ob das Plugin die irgendwann mal bekommt. So, von daher, unter Vorbehalt, erstmal könnte man, eine Sache kommt gleich noch, one more thing. Könnte man sagen, okay, dann habe ich vielleicht Inhalte mal erstellt im H5P-Plugin. Denn ich will jetzt aber die Kernversion benutzen, das ist einfach fluffiger, kein Problem. Klar, man könnte jetzt irgendwie auch per Copy und Paste die Inhalte rüberziehen, weil H5P ja transportabel ist, ist ja egal, wo es letztlich drauf läuft, das ist H5P. Ist aber ein bisschen umständlich. Dafür
wurde tatsächlich ein Migrationstool entwickelt, ein Werkzeug. Das habe ich hier. Der Link kommt natürlich in die Videobeschreibung. Damit kann man einfach, wenn man eben diesen Fall hat, man hat das Plugin drauf und hat da schon Inhalt erstellt und hat jetzt will umsteigen auf die Kernversion, kann man das einfach nehmen. Das überführt die Inhalte wohl sehr, sehr zuverlässig, inklusive Einstellungen und so weiter und so fort, in die Moodle Kernversion und dann kann man das Plugin löschen. Dann braucht man es theoretisch nicht mehr. Und das ist halt ganz schön, wenn das macht. Das ist natürlich für die Admins, wie das nicht für die Anwender. Ihr könnt das leider nicht. Ihr müsst immer noch Copy und Paste machen. So. Also könnte der Tenor lauten, auf lange Sicht ist erstmal die Moodle-Kernversion einfach die bessere Wahl. Bin ich voll dabei. Also hat halt, gerade was das Gradebook angeht, ist halt wirklich schön, diese Funktion zu haben. Wer weiß, ob das jemals in das Plugin vom HafenSpeed-Kernteam kommt. Aber sind halt zwei unterschiedliche Entwicklungsteams, die sich jetzt nicht ständig abstimmen oder so, weil HafenSpeed halt nicht nur für Moodle da ist, sondern für ganz viele andere Plattformen. Und da mag es durchaus in der Zukunft Entwicklungen geben, die es schwieriger machen können. Und eine davon ist eben genau das, was ich angedeutet hatte, dieser H5P-Hub. Gucken wir uns den nochmal an. Das ist dieses Ding hier, das man aufmacht, wo man erstmal seinen Inhaltstyp auswählt oder eben auch hochlädt. Soweit so gut. Habt ihr gesehen, das ist erstmal ersetzt worden durch diese Version des Inhaltsspeichers. Aber jetzt der erste Punkt. Der ist noch nicht ganz so kritisch. Also demnächst, vielleicht in wenigen Tagen, vielleicht morgen, ich weiß es nicht, bekommt dieser H5P-Hub eine neue Funktion. Der ist dann angebunden an den H5P-OER-Hub. Wenn ich weiß, was OER ist, das sind freie Bildungsmaterialien. Das heißt, man bekommt Zugriff auf einen Pool, der wahrscheinlich auch relativ groß werden wird, von H5P-Inhalten, die man recyceln kann. Das heißt, man kann dann filtern, man kann nach Kategorien sortieren und dann sagt man, ah, okay, hier ist schon Inhalt, den hat schon mal jemand erstellt, der ist super. Brauche ich mir nicht selber erstellen, kann ich mir die Arbeit sparen. Also dann übernimmt man den einfach und man hat halt hier Zugriff darauf direkt. Hat man dann halt nicht, wenn man die Moodle Canvas benutzt, weil die halt den H5P-Hub nicht benutzt. So, erster Punkt. Ist vielleicht nicht so schlimm, weil es ja das Moodle.net gibt. Das ist ja das Äquivalent, hat man unterschiedlichen Zugang dazu. Und wenn man will, kommt man an den H5P-Hub über Umstände auch noch dran. Ist dann für den Workflow nicht so schön, aber es geht. Zweiter Punkt, der macht es dann ein bisschen kritischer. Der H5P-Hub wird ein paar mehr Funktionen noch bekommen und der wird auch an anderen Stellen eingesetzt werden. Und der kann dazu führen, dass neuere Inhalte irgendwann nicht mehr in der Moodle-Kernversion laufen. Es jetzt, muss nicht so enden, aber es kann passieren. Ich weise nur darauf hin. Warum ist das der Fall? Also ich weiß, ohne dass ich das jetzt preisgeben kann, dass da noch sogar ein bisschen mehr geplant ist, als ich jetzt zeige. Aber was auch schon bekannt gegeben wurde, ist, dass zum Beispiel in einem Inhaltstyp wie Course Presentation, wo man ja Unterinhalte anlegen kann, etwas passieren wird. Und zwar sieht das im Moment so aus, ich baue hier eine irgendeine Präsentation und jetzt will ich da vielleicht einen Lückentext einbauen, dann ziehe ich den darunter und dann brauche ich vielleicht was anderes. Ist hier gar nicht, ich brauche ein interaktives Video. Ah, das versteckt sich schon hier hinten in der Leiste. Da muss ich das da rausziehen. Ist halt alles ein bisschen fricklich, irgendwann weiß man nicht mehr, was diese Icons hier bedeuten. Ist halt für ein paar Icons eine prima Lösung, aber ist mittlerweile zu viel. Also ihr wisst, es gibt irgendwie 40 Inhaltstypen, so ein 50, jetzt wird ständig gesagt, kann der nicht noch irgendwie da rein? Muss man sich fragen, wie soll denn das gehen hier? Also die Leiste, es ist schon unübersichtlich, man weiß schon nicht mehr unbedingt, was so ein Icon bedeutet. Die Leiste ist voll, was passiert, wenn jetzt hier noch, weiß nicht, drei dazukommen? Lasse ich dann die Leiste hier weiterlaufen, mache ich dann so eine Schnecke oder ist halt schwierig. Diese Leisten werden halt im interaktiven Video, in der Kurspräsentation, die werden halt ersetzt werden durch einen Knopf, der heißt dann, weiß ich nicht, wie der heißt, Hub. Und wenn ich da draufklicke, geht halt der Hub auf und da wähle ich dann meine Unterinhalte aus. Und dann hat man eben genau das, was man sonst hat. Ich kann dann da direkt andere Inhalte hochladen, ich kann es reinkopieren oder ich kann auf den OER-Hub zugreifen. Das heißt, es ist dann deutlich komfortabler, Unterinhalte in irgendwelche anderen Inhaltstypen reinzustellen. Und da weiß ich halt nicht mehr, also es gibt einen Tweet, den müsste ich jetzt freuen, habe ich natürlich nicht rausgesucht. Da wurde gesagt, es ist noch gar nicht entschieden, ob der H5P-Hub nicht doch auch in die Moodle-Kernversion kommt. Aber im Moment ist er halt nicht drin und vielleicht wird es aber notwendig. Das heißt, ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Müsst ihr jetzt selber entscheiden, ob ihr sagt, das riskiere ich. Das Moodle-Kernteam wird das schon machen. Die haben ja auch H5P integriert. Wenn der Hub so wichtig wird, werden die das auch schon machen. Würde ich jetzt mal vermuten. Aber trotzdem, es kann sein, dass sie sagen, nein, der Hub ist uns zu viel Integration von einer anderen Plattform auch denkbar. Ich weiß nicht, wie es wahrscheinlich ist, aber es ist denkbar, dass sie sagen, nein, der Hub kommt nicht, lebt bitte mit Moodle.net. Und wir müssen uns irgendeine andere Version einfallen lassen. Ich weiß nicht, ich glaube, es wäre technisch sehr frickelig, das umzubiegen, dass man hier draufklickt und man kommt dann in Moodle.net. Wahrscheinlich geht es irgendwie. Aber dann gibt den Moodle-Entwicklern einfach ein bisschen Zeit, das rauszutüfteln.
Ja, gut, ich glaube, ich bin am Ende und dort. Ich hoffe, ihr habt mitgenommen. Es gibt halt diese zwei Versionen. Es gibt einmal das Plugin und die H5P-Kernversion. Ne? Plugin, schwarzes H5P, Kernversion, blaues H5P. Haben halt beide im Moment noch Vor- und Nachteile. Ich glaube, die Vorteile überwiegen, zumindest in Kürze, dann auf jeden Fall beim H5P-Kern, bei der H5P-Kernintegration in Moodle. Aber in Zukunft weiß ich halt nicht, wie sich das entwickelt mit diesem H5P-Hub. Ja, ich glaube, das ist das, was ihr mitnehmen solltet. Ich hoffe, das hat jetzt die Fragen geklärt und ich hoffe, ich kann jetzt wirklich dieses Video benutzen und einfach immer darauf verweisen, wenn diese Frage kommt. Vielleicht mit Kapitelmarken oder sowas. Das kann man jetzt auf YouTube auch. Auf YouTube ja auch immer. Ja, ansonsten sage ich einfach bis demnächst. Wir sehen uns bestimmt demnächst wieder zu einem anderen H5P-Video. Ciao!